And then the plus. Was ist das denn? Okay. Ja, absolute Wahnsinn. Und die Jungs haben auch gute. Oh, richtig guter Fang. Mein erster Selfish in meinem Leben. Wow, ey. Was ist das denn? Alter. Na, the line. Wow. No. What? No. What? How? How? Okay, da vorne dieses Mädel ist meine Fahrerin, die fährt mich jeden Tag, wo immer ich bin, steht dieses Mädchen und fährt mich durchs ganze Land. Das ist so krass. Guten Morgen, Leute. Eine neue Folge. Angel like a Boss. Ich bin wieder völlig zerstört. Wir sind den sechsten Tag unter Dauerfeuer. Heute machen wir was richtig Geiles. Ich hoffe, das klappt. Wir fahren ans Süßwasser und es wird mega krass. Heiß ist es, Leute. Heiß ist es. Und jetzt geht's in den Angelladen. Ich weiß nicht, ob ich das filmen darf. Das Pushy Guy. Wir kennen? Ja. Alright. Hier ist er. Devilus. My man. What's up, man? Ihr kennt ihn aus Angola. Der beste Mann. This one? Ja. This one. Und los geht's. Ach, das ist schön kühl hier drin. Herrlich. Diese Klimaanlagen immer schön. Wir sind da, Leute. Mega. Ach, die ist so süß, die Fahrerin. Ich würde sie am liebsten mitnehmen nach Deutschland. Ich glaube, ich brauche eine asiatische Frau. Das ist meine nächste To-Do-Listenpunkt. Asiatische Frau suchen. Oh. Schön. Okay. So, heute wird ein krasser Tag. Wir werden sterben vor Hitze. Und jetzt hat mich der Guide noch gezwungen, ein Bier zu trinken um 9 Uhr morgens. Ich bin völlig durch. Bier ist hier was ganz selten. Das kostet irgendwie 5 Euro, so ein Ding. Dementsprechend wird das eher weniger getrunken. Und außerdem ist ja hier auch viel Moslems. Ne? Deswegen, ja, aber heute ist es soweit. Mein erstes Bier in 5 Tagen. Ich bin jetzt schon betrunken, glaube ich. So, nicht so schlimm. Hier ist der See. Wenn ihr mal hinfahren wollt, guckt es euch an. Da sind die Boote mit den Guides. Voll geil. Ja, wenn das klappt und wir diesen Fisch heute fangen, dann bin ich einer der wenigen Deutschen, die das Vergnügen haben, sowas zu fangen. Oh, und hier gibt es auch hundertprozentig sehr viele Schlangen. Ich habe letztens am Hotel, ja, erzählt schon, ne, mit der Königskobra, wo ich mit der Französin da stand. Wie kann man neben uns eine Königskobra auf der Straße? Als hätte ich es geahnt. Okay. Ach, wenn ich mich Chinesin, ist die lieb. Ja. Kommt ihr denn nicht mit? Baleko. Das ist herrlich. Ich bin völlig fertig. Oh Gott. Das Bier war ein Fehler, glaube ich. Hallo, good morning. Hallo. Hallo, the drunk German. Here I am. Thank you. Nice. Very nice. Hey, you must have with you, eh? Ich muss sagen, es ist echt super organisiert hier alles. Läuft sehr reibungslos. Wenn die Snakeheads auch so reibungslos beißen, dann sind wir dabei. Geil. Ach, heute ohne Troy. Heute habe ich eine Leihroute von De Villas. Er baut sie gerade um. Mega. Und zwar warum? Weil ich ja links kurbel. Und die Typen, die Südafrikaner, kurbeln alle rechts. Ich kurbel links. So, und ja, genau. Deswegen mega Service. Das ist hier der Köder, voll geil, gefällt mir sehr gut und irgendwie ist hier so ein Krautschutz. Muss ich mal fragen, ob man den abmacht oder ob man den, wahrscheinlich macht man den ab. Okay, ist das spannend. Boss, one question, this thing comes off?
Yeah. Two. No? Yes, on car. Really? And it cup and open. Really? Automatic. Wow, automatic. Okay, also bleibt doch dran hier der Weedguard. Voll abgefahren. Unglaublich, ey. Ich müsste hier eine Woche lang angeln, ey. Okay, das ist wirklich so abgefahren. Man sieht hier die Babys von denen. Das ist so ein kleiner roter Fleck. Kann man es erkennen? Da hinten sind sie am. There they are. Und da, wo die Babys sind, sind immer auch die Eltern. Zu Recht. Und die müssen die so lange provozieren und böse machen, bis die beißen. Das ist so abgefahren. Ich mag es jetzt schon. Wunderbar. Das wird cool. Das ist ein krasser See. Oh Gott, ist mir heiß. Das ist halt erstmal morgens um 9 oder um 10 oder so. Ist das dann eine Nasenflöte im Hintergrund? Habt ihr das gehört? Das klingt wie eine Nasenflöte. Das muss eine Nasenflöte sein. Spür ich. Aber kein besonders begabter Spieler. Das kann ich besser. Ja, ich muss sagen, diese Angelei ist schon mal geil. Überall kommen diese Babys hoch. Man sieht die so. Anwerfen und dann hoffen. Anwerfen, hoffen. Anwerfen, hoffen. Oh Gott, ist das heiß. Ich habe schon wieder den ersten Lachattacke bekommen. Small, no big, 1 kilo, 2 kilo. Okay, das ist normal. Okay. Also er meinte, der Rekord hier sind 11 Kilo. Und so, ja, so 5, 6 Kilo. Ich so, wie bitte? Ich dachte, die sind eigentlich so 1, 2 Kilo. Weil it's so tough to catch one. Yeah. And then when you do catch one, you're like, fuck. Yeah. Es ist so hart, einen zu fangen. Und wenn man den fängt, ich meine, wir haben echt hier relativ leichtes Gerät, das ist jetzt nicht das Light-Tackle. Aber wenn jetzt so ein 5-Kilo-Ding hier einsteigt, mitten in den Bäumen. Oh Gott, das wird hardcore. Also erstmal einen Biss kriegen. Aber ich dachte, das sind so eine kleine Rotzer hier. Und er so, na, 5, 6 Kilo. Klar, gibt auch kleine, 1, 2 Kilo, aber bis 11 Kilo werden sie. Und er meinte, wenn ihr einen habt, dann ganz doll, ganz hart drillen. Oh Gott, brutal. Aber man muss auch sagen, überhaupt erstmal einen Biss zu kriegen, ist schon eine Challenge. Also ein Biss ist schon schwierig. Ja. Also viel werden wir auf keinen Fall fangen. Yes. Ey Leute, wir haben wirklich ein Snakehead. Oh. Ey, ihr glaubt's nicht. Wir wollten sagen, wir fangen 100 Pro kein. Wir haben ein Snakehead, Leute. Yes. Ey, ich bin so aufgeregt, als hätte ich ihn selber. Stark, ja? Stark. Fuck. Nein. Nein. Come on. Give him. Hard pressure. Yes, ey. You have to catch that fish, der war das. You have to catch this. Please, catch it. Stop. We're stuck. Okay. No! Scheiße! We're stuck behind that tree there. Ey, der Leute, der Biss war so krass. Der so, ja, GoPro. Also ich muss wirklich sagen, was ich heute mache, das ist die verrückteste Psycho-Angelei, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Wir haben jetzt eine Stunde geworfen. Ich fall fast um vor der Hitze. Ich krieg einen Hitzeschlag. Das ist so eine Scheiße, Mann. Scheiße. Okay, ich habe ihn jetzt mal aus Spaß gefragt, ob man hier auch baden kann, so, ob wir baden gehen können. Er meinte, nein. Das ist voller Baumstümpfe. Also das war jetzt nicht irgendwie so, ja vielleicht, oder man könnte in gewissen Zonen mal seinen kleinen Zeh reinhalten. Aber es war ein ganz klares Nein. Bitte nicht baden gehen. Ja! Ja! Nee. Ja! Come on, let's do it again! Ja!
But there were no babies, huh? There were. Okay. Oh man. You had two bites. Nein! Okay Leute, jetzt ist es schon so weit, dass wir hier die Zange im Eisfach haben. Die Zange ist so heiß, dass wenn man die anfasst, verbrennt man sich die Finger auf den dritten Grad. Das ist so hart. Das ist so krass. Die Sonne ist zwar weg jetzt, aber trotzdem, ich kann gar nicht so viel trinken. Ich habe schon drei Energy Drinks, zwei Wasser, eine Cola jetzt. Nicht mehr anfassen, ist immer zu heiß. Was ist das? Was ist das denn? Seetang. Gar nicht mal so lecker. Okay, Runde Nummer 2. Ja, die beiden, das war so ein Ehepaar, ein asiatisches Pärchen, die hatten zwei Stück heute, zwei große. Und er hat mir empfohlen, hier so einen fetten, was ist das? Ein Slug oder was? Was? Das Ding? It's a dildo. Dildo, den weißen Dildo soll ich mal benutzen, sagt er. Snakehead Dildo. That's why we only catch the female. Okay, ich habe schon meinen Sonnenbrand auf den Knien. Vielleicht sieht man es ja ein bisschen. Oh, keine Ahnung. Ich bin schon zweimal eingeschmiert, trotzdem Sonnenbrand. Nicht so schlimm. Okay, das war's, Leute. Schade, schade, schade. Auf jeden Fall gibt es hier welche. Wir haben sie gesehen. War schon irgendwie ganz cool. Haben auch ein bisschen was gelernt. Haben viel gelacht. Und naja, nächstes Mal. Nicht so schlimm. Okay Leute, guten Morgen, letzte Chance, weil so einfach geben wir uns nicht geschlagen. Wir fangen heute noch in so ein, Punkt, Punkt, Punkt. Werdet ihr gleich sehen. Take two. Two, alright. Okay, wir machen zwei draus. Alles klar, und doch bin ich wieder müde. Heute muss es klappen, wenn es heute nicht klappt, dann nie, nie wieder. Ich habe mir jetzt ein Du drauf gemacht. Kiwi Lemon, glaube ich, heißt die Farbe. Der Guide sagt, ja, er meinte, weiß macht es noch ein bisschen aggressiver. Aber ja, ja, sieh, da sind wir dann schon wieder. Oh Gott, Leute, das klappt heute. Ich zieh's durch mit dem Dude. Ja, Mann, wir haben einen. Yes, Mann. Wir haben einen. Juhu. Nice. Yeah. Wow. Wow. Nice one. Yes, man. Mega. Jawohl. Ein Snakehead, Leute. Ein Snakehead. Ich glaub's nicht. Ist das geil, Mann. Ey, mega. Yeah. Okay, Leute. Ein Snakehead. Bye-bye. Mega. Come on. That was there. It was there. No, no, still coming out. Yeah, that was it, no? That was her.
Ja. Ah, nein! 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 Fucking Gott! Alter! Okay, wir haben jetzt gerade den krassesten Snakehead der Welt entdeckt. Der hat 10-mal gebissen. Auf beide Köder. Das ist ein kleinerer gewesen. Und was wir auch gerade entdeckt haben, dass gerade die Kamera nicht lief, als ich meinen ersten Snakehead gefangen habe. Aber wir haben ein Handyfoto. Nicht so schlimm. War ungefähr so groß wie der von The Willis. Und ich bin mega happy. Aber leider haben wir nichts auf Kamera. Ach shit. Okay. Ah, da. I'm such an idiot. Das gibt's nicht. Komm mal rein. Meine mehrere Bisse wieder gehabt. Ja? Aha. Aha. Du bist auf. Oh, so over see? There. Yeah. Come on, please. That, yeah. Nein! Yeah, I think it's so stupid because it's so small. Yeah. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist geil als der nächste. Der ist schon ein bisschen größer. Hey, der ist besser. Jawohl. Ist das geil. Can you take a picture? You got it? Yeah. Stuck? No. I got it. Please let it be big. Please let it be big. Oh no. That's a nice fish, huh? Oh, it's not that big. Yeah. Hey. Wow, and they look so cool. Incredible. Yes. Nice. Very good. Wow. Well done. Bam. Okay, der Typ hinter mir hat einen 7 Kilo Snakehead gefangen, sein Rekord, ein Monster. Könnt ihr ihn vielleicht sehen im Hintergrund? Was für eine Schlange! 7 Kilo. Unglaublich krasser Fisch. Mega. Oh. Alright, Sherman. See you later. See you. Bye bye. Okay Leute, das war's. Ja, mega krasser Tag. Ich wollte es nochmal sagen, mich sehr gefreut, geile Gesellschaft gehabt. Viel auch gelernt. Er meinte, hier vorne ist so eine Ecke, da fischt niemand. Also da sind ein paar richtig, richtig große Königskobras. Und er meinte, wenn du dich bewegst, die gehen aufs Boot los. Und verteidigen, keine Ahnung. Und er meinte, da angelt niemand. Also wissen wir mal, wo wir nächstes Mal angeln gehen. Ihr seid dabei. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kanal abonnieren wäre sehr schön. Ein Däumchen nach oben lassen oder eins nach unten. Auch egal. Und wenn ihr bei Zackfishing bestellt, den Code BOSS eingeben. Damit tut ihr mir einen Riesengefallen und auch euch selber, weil es gibt Geschenke. Und ihr sorgt dafür, dass dieser Kanal hier weiter existieren bleibt und dass ich ganz oft noch mit diesem Köder auf der ganzen Welt Fische fangen darf. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.